Hallo, ich bin Daniel für Geekslav Luxemburg und jetzt sind wir hier in der Otaku Lounge mit dem Herrn Patrick Tittke. Gut. Bin hier Geschäftsführer. Die Otaku Lounge, was ist das? Kannst du das mal kurz erklären? Also die Otaku Lounge soll sozusagen das zweite Wohnzimmer werden. Wir wollen den Leuten die Möglichkeit bieten, hier Zeit zu verbringen, zu verweilen. Wir bieten japanische Arcades, japanische Retro-Konsolen, aber natürlich auch was zu essen und zu trinken. Wir haben japanische Speisen, unsere Sachen, unsere Gewürze, unsere Rezepte, das kommt alles direkt aus Japan. Wurden wir natürlich dementsprechend auch geschult. Und wir bieten halt den Leuten einfach an, sich einen Rückzugsort zu finden. Wir bieten praktisch einen Rückzugsort an für all die Leute, weil jeder kennt das zum Beispiel, wenn man Trading Cards spielt und man setzt sich in eine Bäckerei, hat man immer so ein ungutes Gefühl. Wenn man als Cosplayer in der Stadt unterwegs ist, kommt man sich manchmal auch ein bisschen fremdschämend vor. Und wir bieten halt eine Plattform, eine Base, damit die Leute hierher kommen und zum Beispiel hier ihre Hobbys ausleben können. Und wir laden jeden dazu ein, jeden Otaku, jeden Nerd, jeden Geek, hier mit uns Zeit zu verbringen und in der Lounge sozusagen einen schönen Tag zu verbringen. Also ist das Ganze eher familiär aufgebaut, wie schon gesagt hast, ein zweites Wohnzimmer. Genau. Die Idee wurde die übernommen aus Japan. Gibt es da schon? Das ist korrekt. Genau. Also wir sind hier insgesamt drei Geschäftsführer, der Lars und der Chris. Das sind auch die Hauptgründer gewesen. Die haben in Japan zusammengesessen, nachdem sie sich kennengelernt haben, weil sie praktisch beide Videospielsammler sind. Der eine hat dem anderen mal ein Spiel abgekauft. Und dann haben sie sich angefreundet. Dann war der Chris in Japan gewesen beim Lars. Und die waren in einer Bar gewesen, die ähnlich ist wie die Otaku Lounge. Und nach einem kurzen Abend und ein bisschen Feiern haben sie dann gemeint, sowas brauchen wir in Europa auch. Ja, lass doch aufmachen in Deutschland. Gesagt, getan. Okay. Otaku heißt was übersetzt? Also eins zu eins übersetzt heißt so viel wie Stubenhocker. Aber es ist inzwischen auch eher, sagen wir mal, in Japan war das eine Zeit lang auch sehr, sehr abwertend gewesen. Aber der Otaku ist sozusagen der Nerd Plus, also praktisch ein Level über dem Nerd. Das heißt, wenn man sich für eine Sache sehr, sehr stark begeistert, beispielsweise, ich würde mich als Otaku im Bereich Ghibli, die japanischen Filme natürlich sehen. Mhm. Bin selbst ein großer Beat'em-up-Fan. Und und wenn man halt praktisch eine sehr hohe Affinität, wenn man sich sehr gut in dem Thema auskennt oder das auch lebt, Cosplayer werden auch als Otakus bezeichnet, weil man halt praktisch auch das lebt. Und das ist das, was ein Otaku eigentlich ist. Okay. Ihr habt wirklich viele Spiele habt ihr hier. Was habt ihr von Spielen, wo ihr anbieten könnt, wo ihr sagt, eher nur das Asiatische oder auch noch andere? Also bei uns ist es so, wir bügen eine gigantisch große Library. Im Moment haben wir, glaube ich, über 400 Spiele hier. Nur? Das sind insgesamt 4000. Also wir können über fast 4000 zurückgreifen. Immer im stetigen Wechsel. Bei uns ist auch so, dass einmal die Woche auch die kompletten Spiele durchgewechselt werden. Wir bieten Konsolen von Neo Geo über Famicom, Super Famicom, Famicom Mini, wie ihr vorhin auch schon gezockt habt. Und der Fokus liegt aber wirklich mehr auf den japanischen Games. Heute haben wir zum Beispiel ein Special, wo wir die Just Dance Night haben, wo wir praktisch eine europäische 360 aufgebaut haben mit Kinect. Und ja, das ist sozusagen, also wir haben auch immer stetig wechselnde Sachen. Jetzt kommt demnächst auch ein Street Fighter Turnier auf der PS4. Also wir bieten auch die neue und die alte Generation an, aber der Fokus liegt natürlich auf den klassischen Arcades. Als ich reingekommen bin, habe ich auch gesehen, dass ihr verschiedene Mangas da habt. Das ist richtig, ja. Habt ihr auch noch mehr, wie nur die man da sieht, wenn man reinkommt? Oder? Wir haben noch mehr. Wir wollen auch, sagen wir mal so, ich denke mal so, deshalb ist auch das Konzept im Bau, wie wir das genau machen, aber sagen wir mal, einmal im Monat wollen wir schon mal durchwechseln. Einfach auch, dass wir immer wieder neue Möglichkeiten für die Besucher, für die Fans hier haben, dass man auch nach 4 Wochen hier reinkommt und sagt, hey, da ist wieder was Neues zum Lesen. Und wir kriegen auch ständig immer noch Spenden, wo wir uns natürlich immer super drüber freuen, die wir dann natürlich auch jedem zur Verfügung stellen. Okay. Vom Essen haben wir hier eine kleine Auswahl gehabt, ihr habt nicht viel, was relativ gut ist, dann kann man auch den Überblick nicht verlieren. Mhm. Auch mit den Getränken ist alles relativ originalgetreu. Ja. Ist es schwierig, an solche Sachen zu kommen und sich original dran zu halten oder? Sagen wir es mal so, es ist ja so, wenn man eine Sache macht, egal was es ist, sollte man schon darauf achten, wenn man es richtig machen will, eine hohe Authentizität natürlich mitzubringen. Heißt, man geht hin und wir haben halt gesagt gehabt, wir nehmen halt die paar Euro mehr in die Hand, dass es auch wirklich so ist, wie es sein soll. Weil wir wollen, dass die Leute sich hier ein bisschen wie ein Stück Japan fühlen, ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen das Original Acai, wir brauchen den originalen Reis aus Japan, wir wollen die originalen Gewürze aus Japan haben.
und von unserem Curry über unser Taco-Reis und so weiter. Deswegen, wir haben gesagt, wir wollen wirklich diese 1:1 japanische Gerichte übernehmen und wir sind auch kein Sushi-Lokal, zum Beispiel, was wir oft gefragt werden. Aber weder Sushi noch Ramen ist halt was, was wir anbieten wollen, weil wir wollen hochwertige Speisen wirklich zu fairen Preisen anbieten und auch dieses Erlebnis Japan praktisch auch im Essen und Trinken erleben lassen. Wie ist das jetzt bis jetzt angekommen? Phänomenal. Ihr seid jetzt wie lange auf? Gut 4 Wochen haben wir jetzt auf. Gut 4 Wochen, ja. Und das Feedback ist immens. Wir sind jetzt kurz davor, die 2000 Facebook-Fans zu liken. Schon? Ja. Wir sind bei, wir haben viele Anfragen von verschiedenen, sagen wir mal, Künstlern, die hier was machen wollen. Wir haben schon mehrere, auch YouTuber und sowas hier gehabt. Wir haben auch Anfragen, also es wird noch ultra viel kommen. Okay. Wir sind gerade erstmal bei der Speerspitze des Eisbergs. Und auch was die Events angeht, wir sind hier wirklich, wie man auch sieht, dass ich total fertig bin noch von dem Warmmachen von Just Dance. Ja, aber wir wollen hier wirklich jede Woche ein Highlight bieten den Leuten. Wir hatten jetzt auch vor kurzem unsere Otaku Quiz Night gehabt, war letzte Woche. Das war phänomenal, wir hatten ein komplett volles Haus, man konnte sich hier kaum bewegen. Okay. Und das kam sehr, sehr gut an. Genau. Wenn du jetzt sagen müsstest oder erklären müsstest den Leuten den Geist von Otaku für hierher zu kommen, wie würdest du das sagen? Also wie ich praktisch jemanden überzeugen könnte, ja, hierher zu kommen? Ganz einfach. Also jeder, der Spaß an der japanischen Kultur hat, jeder, der sich für ein Anime oder ein Manga interessiert, jeder, der Fan zum Beispiel auch von westlichen Sachen ist, wie zum Beispiel die Marvel-Filme, Marvel Comics, egal was, wir bieten hier eine Plattform und auch Leute, Gleichgesinnte, die sich hier auch treffen. Wir haben die Möglichkeit, mittwochs treffen sich die Yu-Gi-Oh!-Spieler. Wir sind offen für alles und wir wollen jeden Nerd, Geek und Otaku hier vereinen. Und hier werden auch die Leute dafür auch gefeiert, wenn sie zum Beispiel in einem Cosplay reinkommen. Wir wollen, dass das gewertschätzt wird, weil es ist jedes Hobby, egal was es ist, hat eine Berechtigung, da zu sein. Und wir feiern genau diese Themen hier bei uns in der Otaku Lounge und hier ist jeder immer willkommen. Also ihr lebt auch den Spirit, wo ihr nach außen austragt. Richtig, richtig. Das heißt, hier auch jeder Mitarbeiter ist auch dementsprechend passend und genau. Okay. Ich habe auch gesehen, ihr habt auch so kleine Sachen ausgestellt. Kann man die kaufen oder sind die nur zu Deko-Zwecken? Nein, da? Bei uns kann man fast alles kaufen, außer die Spenden von Mangas, weil die haben wir ja auch gespendet bekommen dementsprechend. Mhm. Aber wir bieten die japanischen Figuren. Wir haben jetzt zum Beispiel Monster Hunter Amiibos von Monster Hunter Story bekommen, die es auch nur exklusiv in Japan gibt. Wir haben einen Haufen an Süßigkeiten bekommen oder auch an kleinen Figuren, Uno-Kartenspiele und so weiter und so fort. Und genau, das ist so das. Also hier kann man theoretisch fast alles kaufen. Okay, gut zu wissen. Also im Großen und Ganzen, ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram, sucht einfach nach Otaku Lounge. Und wir werden noch viele weitere Social-Media-Kanäle anpeilen. Twitter kommt natürlich noch mit dazu und es wird natürlich auch viele, viele Möglichkeiten geben, uns zu finden. Aber das Einfachste ist, hier in der Eisenbahnstraße in Saarbrücken vorbeizukommen, in Altsaarbrücken, und das zu erleben, weil wie bei einer guten Dokumentation, das sieht schön aus, aber wenn man es dann wirklich in der Realität erlebt, ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Und wir wünschen uns natürlich, dass jeder hierher kommt und hier seinen Spaß hat und wir geben dafür natürlich auch 3 Millionen %. Ja. Und es riecht lecker hier. Dankeschön. Ich kriege auch mehr Hunger. Also, danke. Hat mich gefreut. Tschüss.